So, dann gehen wir nochmal eine Haut. Und mal gucken. Sehe ich später. Sulik, gib mir mal eine Haut. Zack. Die sind halt wirklich schon krass wertvoll. Aber wiegen halt echt wie Sau. So. Geht doch. So, dann Tannery. Haben wir bei Tannery vielleicht nochmal irgendwas, was wir unbedingt loswerden können? Kann ich mit dir handeln? Tauschen. Der hat 498 Geld, mehr aber auch wirklich nicht. Komm, weißt du was? Hier hast du ein Gewehr. Oder ein günstigeres? Ne, das ist teurer. Okay. Dann nimmst du das günstige Gewehr. Zack. Voll die Verschwendung. Ich weiß, aber wir haben so viele Waffen auch zu Hause. Also, wenn wir wirklich für irgendwas viel Geld brauchen, also ja gut, zu Hause in dem General Store von Hirino. Kann ich nicht wirklich zu Hause nennen, ne? Aber gut. So, was haben wir hier? Aha. Hatte der hier irgendwie einen Händler? Vielleicht? Da ist das Schlachterhaus. Hier ist nix. Hatte der hier was zum Handeln? Tauschen. Schnitzelfleisch hat er, ne? Ja, und 95 Geld. Wow. Okay. Wiedersehen, tschüss. Dann gehen wir hier oben nochmal hin. Cassidy ist jetzt nur noch überladen. Das ist ja grundsätzlich nicht so verkehrt. Ja, und ich kann noch fast 40 Gewicht, also 39 kann ich noch tragen. Es geht. Ja, es geht. So. Da wollen wir im Endeffekt rein. Wir wollen aber vielleicht nochmal mit ihr handeln. Rose's Bed and Breakfast hier. Guten Tag. Ich möchte handeln. Und dann gehen wir mal deinen Eiern auf der Spur. Ach, der hat ja nur 90 Geld, okay. Gut, tschüss. So, dann gucken wir doch mal. Speichern hier mal ab. So. Und dann gehen wir da rein. Hunde scheinen darauf abgerichtet zu sein, den Inhalt der Hütte zu schützen. Mhm. Der ist ja wirklich... Schade. Habe ich Dynamit hier? Ja. Benutzen. Eine Minute Timer. Fallen lassen. Und verschwinden. Verdammtes Räumer. Ja. Die armen Hunde. Es tut mir ein bisschen leid. Aber was muss, das muss. Kann ich eigentlich dabei warten? 10 Minuten warten. Ups. Das geht also, okay. 80 Erfahrungspunkte, aha. Wildhundfoto getroffen. Hört sich an, als ob da drin etwas Großes sich bewegt. Okay. So, gucken wir mal. Kommt noch so ein Hund an. Okay. Hallo, Deathclaw. Boah, wie schnell bewegt die sich denn? Ich wurde getroffen ohne Schaden. Das ist immer schön.
Ich kann da hin. Und nochmal drauf schießen. Dann können die anderen vielleicht auch nochmal reinkommen. Lade nach. Und Dauerfeuer. Immer schön, ne? Viel Schaden rein. Und da sieht das Klon da hin. Sehr schön. 880 für eine Deathclaw. Hey, sieht aus, als könnte man einen alten Hund auch ein paar neue Tricks beibringen. Ja, ist das so? Okay. So. Ja, wir gehen weiterhin öffnen. Oder Dietriche oder wie auch immer. Okay. Und dann fragen wir mal Madamchen gleich am Morgen. Warum hat sie denn da eine Deathclaw? Und wer ist eigentlich Paul? Ne? So viele Fragen. So. Wollen wir nachladen und dann gehen wir da rein. Also, Rose. Warum hast du eine Deathclaw? Wer bist du denn? Ach so, ein Händler. Riechst du etwas? Der Held von Murdoch, willkommen zurück. Ich hätte jetzt gerne etwas deiner köstlichen Omelettes. Tut mir leid, wir machen keine Omelettes mehr. Irgendein Idiot ist in den Stall eingebrochen und hat unsere Hühner getötet. Und ich habe mich so auf weltberühmtes Omelette gefreut. Da muss ich wohl ein bisschen weiter hungern. Schade, keine Erfahrungspunkte davon. Ich finde schön, wie hier überall noch an allen Gebäuden die Scheiße rumklebt von dem Scheißhaus, was wir in die Luft gejagt haben, ne? Ist toll. Einfach toll. Gut. Dann gehen wir mal. Halt, warte, wir speichern hier vielleicht nochmal ab. Ich weiß ja nicht, wann ich gespeichert habe, deswegen. Obwohl, ich glaube, das war vor dem unglaublichen Deathclaw-Kampf, der tatsächlich jetzt nicht ganz so schwierig gewesen ist. Aber halt, ne, wenn du halt erstmal so einen Deathclaw siehst, ne, denkst du natürlich halt erstmal so, ja, das könnte jetzt ein bisschen happisch werden. Ja, wenn wir Deathclaws unterwegs finden, die sind ja auch eine ganz andere Liga. Wobei, ja gut, wir haben jetzt mit Dauerfeuer auch viel geregelt, ne. So, bevor wir jetzt nach Woken Hills gehen, werde ich tatsächlich nochmal nach Wedding düsen und dort die eine Mine noch weiter auseinandernehmen. In der Hoffnung, dass das klappt. Weil sind ja noch diese alienartigen Wesen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und die müssen natürlich halt auch noch weichen. Damit ich auch mein Geld wieder kriege und so. Ich bin ja geldgierig. Ein Claim Jumpers. Nee, jetzt ausnahmsweise mal nicht. Was ist denn in dich gefahren? Das sind herumlaufende Erfahrungspunkte. Ja. Die große Wanamingo-Mine. Da will ich rein. Ich will auch über unseren Aufzug da hinein. So, speichern. Und dann hoffe ich, dass ich das hinkriege. So. Das ist das Mistvieh. Tatsächlich jetzt auch nicht mehr ganz so viel Schaden macht. Nicht Einzelschuss, Dauerfeuer bitte. Jo, so sieht's gut aus. Okay. Acht Trefferpunkte, war das alles? Weil es auf dem Boden liegt, aber was. Einzelschuss, aber gezielt. Auf die Augen. 26 Trefferpunkte, immerhin. Einmal nachladen. Da hinten kommen noch mehr von dem Zeug an. Cassidy verfehlt und Cassidy kriegt auch sehr viel Schaden. Einmal anlaugen.
Ja, sehr schön. Der weiße Wandamingo ist ein. Treffe ich den so besser? Ja. Sehr schön. Also langsam haben wir wirklich eine realistische Chance gegen diese Mistviecher hier. Dadurch, dass wir uns jetzt so im Kämpfen auch geübt haben. Also es geht voran. Da haben wir einen Einzelschuss an die Augen. Und wir gehen mal vorsichtshalber hier mal ein bisschen hin, damit wir abfangen können, was hier uns vielleicht entgegenkommt. Nicht, dass da die anderen gleich draufdingsen, das muss nicht sein. Ja, 3 Trefferpunkte sind nicht wirklich viel. Hey! Was soll denn das jetzt? Mal halten die immer viel aus. So. Einmal nachladen. Einmal Inventar. Stimpaks inhalieren. Benutzen. Und nochmal benutzen. Sicherheitshalber. So. Umstellen auf Dauerfeuer und warten. Der ist so gut wie tot. Jetzt aber auf jeden Fall. Okay. Lade nach. Und dann ab zum nächsten. Kann man ganz kurz vielleicht den Kampf auch beenden? Sind jetzt schon 2200 Erfahrungspunkte für Zeug. Was kann ich hier mit dem Ei machen? Sollten wir das mal vielleicht zerstören? Kann ich da vielleicht Wissenschaft drauf anwenden? Sieht nicht so aus. Okay. Alle Eier müssen weg. Alle Eier müssen weg. Alle Eier müssen weg. Was weg ist, ist weg. Zack. Das ging voll daneben. Das ging auch daneben. So, jetzt haben wir auch die Eier weg. Sehr schön. Okay. So, wir wollen ja hier immer noch zu dieser Maschinerie, ne? Okay. Da kommt ein Wandamingo-Maker. Einmal und zweimal. Jetzt hoffe ich, dass ich das überlebe. Jetzt sind hier jetzt gleich 3 Wandamingos. Ne, 4 sogar. Die alle meinen, helles und hey. Wir sind Wandamingos, hey. Ich habe zum Glück nichts zu Glück getroffen.